Er ist ein wahrer Star der deutschen Kinder- und Jugendliteratur. 32 Bücher hat Zoran Zvenka für sein junges Publikum geschrieben, unter seinen 22 Auszeichnungen auch der Deutsche Jugendliteraturpreis. Diesen bekam Zvenka für seinen Bestseller Die Kurzhosengang 2005 verliehen. Seitdem gibt es bereits die dritte Fortsetzung der ursprünglichen Ganggeschichte, alles ein voller Erfolg. Am 10. Dezember gastierte der Autor bei der Ecolea Internationalen Schule Schwerin mit einer Lesung im Rahmen des traditionellen Deutschtages. Auch im digitalen Zeitalter findet Zoran Zvenka das Medium Buch überaus wichtig und deshalb schreibt er auch. Weil Bücher so gesehen das einzige Wahre ist, wenn du liest. Weil auf dem Monitor zu lesen, das ist so, wie es für mich für Unterricht haben und so weiter. Ich finde, WhatsApp funktioniert bei mir gar nicht und ich bin kein Internetmann, darum sehe ich immer, was die Bücher lesen und für mich das einzige, ja, es ist was Greifbares. Ne? Das andere ist nicht echt für mich. Jedes Jahr werden zu den Deutschtagen an der Ecolea in Schwerin prominente und beliebte Autoren eingeladen. Im Rahmen der üblichen Lesung finden dabei auch spannende Gesprächsrunden statt.